Herzlich willkommen zu einem neuen Clash of Clans Video. Ja, heute haben wir mal ein bisschen was anderes, nämlich springen wir heute in den Mehrspielerkampf. Und es gibt so etwas, das nennt sich Super Minion Blimp. Man hat hier Super Minions dabei und einen Klonzauber und ein paar Unsichtbarkeitszauber. Und ich habe hier eine kleine Lalo-Armee und ich würde sagen, wir schauen uns das mal im Multiplayer an. Los geht's. So, erster Angriff. Ich spiele hier meistens immer eine Lava-Hund tanken. Boah, da waren aber viele gefallen. Dann spiele ich immer die Blimp und die soll dann runterfallen und eben hier die Super Minions noch rausholen. Dann warte ich, bis der Ballon weg ist, klone die Super Minions, rage sie ab und mache sie unsichtbar, dass sie nicht verrecken. Hier jetzt kriegen wir ganz schön viel Value. Wir bekommen das Rathaus, einen Multi-Inferno-Turm, das Streukatapult kriegen wir sogar auch noch. Schaut mal, was das alles kaputt gemacht hat. Diese Blimp ist so broke. Welch besserer Lalo-Spieler könnte ich rein theoretisch auch mit weniger Zaubern spielen und mit mehr Unsichtbarkeitszaubern. Ich habe gerade hier so eine Strecke vorgemalt. Die soll einmal meine Gladiatorin ablaufen. Und hier ein bisschen funneln für Königin und König. Weil die spiele ich später in Streukatapult hinein. Hier kommt mein König, meine Königin, Eisgolem in der Front. Gladiatorin stirbt jetzt leider. Der Eisgolem hat es auch nicht lange überlebt. Und jetzt geht das Ganze hier in Richtung Base-Mitte. Ich zünde jetzt meinen König frühzeitig, weil der Single auf ihm drauf ist. Und ich keinen Zauber für ihn verschwenden möchte. Queen sollte jetzt hier das Streukatapult sogar ohne Fähigkeit rausnehmen. Was natürlich sehr gut ist. Und jetzt fängt hier oben auch gleich der Lalo an. Queen steht jetzt leider nicht. Hier bildet die durch, weil der Ala drauf schießt. Hier ein Lalo-Typ, den ich glaube ich noch nie gespielt habe. Aber er hat anscheinend funktioniert. Weil wir kommen recht schnell hier durch den Anfangspart durch. Mit der Königin und diesem ganzen Blödsinn. Haste jetzt auf der rechten Seite. Frostzauber sollte gleich auch kommen. Und zwar auf den Baby. Archer-Turm, weil ich geglaubt habe, dass da meine Blumenstrüller fliegen, aber anscheinend tun sie das nicht. So froste ich jetzt nochmal den Adler, dass der mir nicht alle Loons wegschießt, so. Und jetzt haben wir noch eine kleine Welle an Ballonen übrig und ein Baby-Archer-Turm wird jetzt dagegen nicht mehr viel ausrichten können. Von daher sind das 3 Sterne. Der Baby-Archer-Turm soll mal mehr Gemüse essen, dass er schnell wächst. Und dann kann er vielleicht das nächste Mal ein bisschen mehr gegen uns ausrichten. Nächste Base, nächstes Glück, nächster Plan. Jetzt hier geht es einmal mit einer Lava-Hund wieder in Richtung Zentrum. Und jetzt kommt sogar ein Elektrodrache aus der Clanburg raus. Schau euch bitte nur die Leiste an, wie viel Leben der Elektrodrache hat. Die war schnell weg. Auf jeden Fall bekommen wir jetzt wieder sehr viel raus. Wir bekommen den Multi, den Adler, die Luftabwehr, das Rathaus, den X-Bogen. Auf der rechten Seite auch noch. Kriegen wir das Streukatapult auch noch? Oh yes! Wir haben so viel hier bekommen. Das ist der Wahnsinn. Schaut sie euch an, die Base. Den halben Core haben wir schon rausgeschnitten. Das ist eigentlich super einfach. Ihr spielt die Super Minion Blimp fürs Zentrum. Und dann einfach irgendwo spielt eure Helden rein für ein wichtiges Gebäude, also einen Inferno-Turm, den Adler, vielleicht auch das Streukatapult, einen Helden, wenn ihr nichts Besseres findet. Auf jeden Fall gehe ich jetzt hier rein mit meinen Helden für den Multi, müsste auch markiert. Blöderweise kommen ein paar Ballone raus. Die paar Ballone ziehen jetzt meine Königin ein bisschen rüber. Zum Glück geht sie aber ins Luftabwehr-Compartment hinein und nicht nach unten zu den Kasernen. Sonst hätte sie wahrscheinlich den Multi nicht anvisiert. Jetzt sollte sie dann mit der Fähigkeit den Multi rausnehmen. Ein paar Ballons, dass die Grand Warden Statue rausgeht. Oder der Altar des Großmöchters, wie auch immer ihr das gerne nennen wollt. Der Frostzauber war leider, ja, geswaggt, kann man eigentlich schon fast sagen. Das nennen wir es heute mal verschwendet. Auf jeden Fall kommt jetzt hier der Haste. Und dann geht es jetzt hier weiter. Ich muss das Streukatapult jetzt frosten, weil ich meine Fähigkeit noch brauche für die Königin und die Headhunter. Hier kommen jetzt die Gladiatoren leider nicht um, bedeutet ich spiele nochmal 2 Headhunter. Einer bekommt gleich eine Sprungfalle ab
Und jetzt kommt hier die Fähigkeit, wir klippen den Headhunter. Wir haben noch einen Haste, den wir in den Backend spielen können. Die Königin wird jetzt leider vom Headhunter nicht ganz rausgenommen. Bedeutet, jetzt haben wir ein kleines Problem. Die Loons splitten sich auch in zwei Gruppen auf und der Warden geht mit der oberen, jetzt geht er zur unteren. Und die Königin ist durch den Splash von den Gebäuden gestorben, die die Loons getötet haben. Ja, und so einfach kann es gehen. Damit haben wir den nächsten Triple. wäre die Queen nicht in den Gebäuden gewesen, wäre das keine 3 Sterne geworden. So, nachdem ich jetzt mein Deutsch so schön vergriffen habe, also mich versprochen habe. Deutsch ist schwer, okay. Auf jeden Fall lande ich jetzt hier auf dem Rathaus. Jetzt fragt sich der ein oder andere wahrscheinlich, warum denn auf dem Rathaus? Eigentlich wollte ich das Rathaus dreimal unsichtbar machen. Ich habe den Unsichtbarkeitszauber immer dann zur anderen Seite geschmissen und dann sind alle durch die Giga-Bombe vom Rathaus gestorben. Ja. Wir haben aber dafür beide Helden rausbekommen. Den Adler und das Rathaus. Oder steht der Adler noch? Ne, der Adler steht noch. Okay, dann haben wir nur das Rathaus bekommen. Ich glaube, ein Inferno-Turm oder sowas. Ja, auf jeden Fall spiele ich jetzt meinen Sweep-Part in den Multi hinein. Königfähigkeit von Anfang an dabei, weil der sehr viel Schaden bekommt. Mauerbrecher, damit meine Königin weiter zum Multi kommt. Beziehungsweise weiter in die Base hinein. Vielleicht bekommt sie noch ein Streukatapult. Aber wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich eher nicht. Auf jeden Fall Gladiatorin jetzt rechts dabei. Beim Single Inferno, drum der Unsichtbarkeitszauber. Und jetzt dieses wunderschöne Shield Pathing. Das sah so cool gerade aus. Auf jeden Fall hier jetzt der Clutch Invis, damit sie noch die Rakete wegbekommt. Die Kanone wegbekommt. Auf jeden Fall kommt jetzt hier von oben der Wächter mit einem Early Haste, dass wir schnell mal in die Base reinkommen in Richtung Streukatapult. Ich spiele jetzt von unten noch ein paar Loom-Gruppen dazu, um in den Adler vielleicht reinzukommen, um den Weg für meine Hauptgruppe oben etwas schmaler zu gestalten. Leider schießt mir der Adler hier die Hälfte meiner Loons weg. Und ich haste jetzt noch einmal ins Streukatapult hinein, beziehungsweise in den Adler später dann. Ich froste jetzt den Adler. Oben sind genau noch zwei Ballone übrig. Und das wird jetzt recht knapp, weil der Adler steht noch. Der Magierturm fällt zum Glück noch durch diesen einen Loon. Aber jetzt kommt hier die Tornadofalle mit dem Magierturm. Eine recht ekelhafte Kombo, weil der Magierturm dann doch gut Splash austeilt. Ich versuche jetzt hier mit Kopfgeldjägerinnen den Bogenschützenturm abzulenken. Der hat anscheinend Gemüse gegessen, weil jetzt ist er groß. Und jetzt teilen sich die Loons zum Glück auf. Wie deine Eltern nach deinem dritten Geburtstag, als sie sich geschieden haben. Warte, was? Und das ist jetzt auf jeden Fall ein Triple. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Okay, Spaß beiseite. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schreibt mir gerne irgendwelche Armee-Vorschläge in die Kommentare, die ich mal ausprobieren soll. Vielleicht mache ich ein Video dazu. Und wir sehen uns bald. Damit, ciao.